Ja, es ist unglaublich, aber es ist schon wieder Hordenacht. Das geht wie eine Mauer ab. Ja, und ich habe vergessen, den Generator einzuschalten. Den kennen wir auch langsam. Machen wir noch schnell. Ich hoffe, es ist nicht spät. Ja, dann schauen wir mal. Der ist ready, der ist ready. Noch ein bisschen plündern heute. Ich erzähle dir nachher noch davon. Jetzt müssen wir mal schauen, wo das Zeug kommt. Sonne geht, Mond kommt. Zombie kreischt. Jetzt bin ich natürlich recht kurzfristig da oben gewesen. Keine Ahnung, ob das da noch funktioniert. Sieht nicht so aus, als würde es von da kommen. Ich höre allerdings auch noch nichts rumpeln. Aber da ist etwas rot, da ist irgendetwas. Gehen wir jetzt von da hin. Okay. Okay. Also, das scheint dort ein Spawnpunkt zu sein. Mit da hinten. Ich laufe da mal in die Mitte. Dort oben ist etwas voll am Umleuchten. Okay, das ist ein Polizist. Den lassen wir mal in Ruhe. Jo, ich weiß gar nicht, ob das. Das ist ein Polizist, das. Glaub auch nicht. Okay. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, ob fest gezeigt ich habe da rundherum jetzt noch die Überhänge gemacht. Ich hoffe, die Schrägen, die lange zum Verhindern, dass die Zone suchen, weil das sind jetzt einiges. Ah, da kommt der erste Polizist. Dass die Zombies da raufklettern, müsste eigentlich so funktionieren. Dann habe ich da die Zünge gemacht, die habe ich mal. Man muss jetzt noch nie so bauen, aber ist eigentlich ganz ordentlich. Die Decken sind jetzt auch nicht so sehr perfektionistisch schön, aber passt schon. Ja, jetzt bin ich natürlich gespannt, wie es da unten läuft. Ich denke, die Betonzüge, die sollten ein bisschen mehr aushalten. Ich habe ja da unten die ganze. Ah, das sehe ich jetzt gar nicht, ja? Aber ich höre sie dann. Ob die Elektrozüge so funktionieren und wenn nicht, dann wird jetzt da noch eine Umbauaktion starten nach der Hoch nach. Ich denke, ich würde so halbe Element oder. Aus einem schrägen Bau, ich muss schnell schauen, was das alles. Aha. Ich würde jetzt noch mal schnell dran. Besser, Polizist. Das könnte funktionieren. Das ist natürlich blöd. Wenn ich da rausstehe, können wir es natürlich nicht unteren. Polizist-Check machen. Ich glaube, es funktioniert so. Warte mal schnell, da rauszugehen. Ja. Okay. Nein, das geht viel besser aus. Also, was. Die Blätter schafft schon. Ja, jetzt geht es voll ab. Endlich rutscht das sowieso. Es war da wirklich das Problem, die Stacheln an der Wand oben dran, dass sie viel getroffen sind und entsprechend dann eine Elektrozone können ausweichen. Ja, sehr schön. Wunderbar, so muss es sein. Dann funktioniert das ja auch. Cool, wenn du da 47 vorher hast, haben wir es einfach mal geschafft. So, jetzt mache ich es zu. Ich kann jetzt gleich mal rüber. Ich habe jetzt. Oh, da hat es sogar schlecht durchgeführt. Leck, ich nehme das ab. So, dass wir wieder rüber kommen. Ja.
Ja, das hat natürlich immer mehr Zombies. Es sind jetzt allerdings bis jetzt erst zwei Polizisten gewesen. Und das ist jetzt sicher ein Fehler, um das zu sagen. Jetzt kommt nämlich der Cheatbot von Game Rocker und generiert man noch zwei davon. Aber bis jetzt ist gut. Viel Ferrari, aber okay. Wegen Ferrari schiesse ich da nicht im Zeug. Ne? Da ist nicht viel. Okay, bin ich froh, dass ich da keine Umbauaktionen mache, jetzt halt nicht zu, das ist immer nervig. Viertel vor zwölf. Ja, der nervt jetzt ein bisschen, der hängt da oft rum und macht das Zeug kaputt. Ich glaube, der nimmt dort aber auch keinen Schaden. Ui, das hat's noch. Luftangriff! Und ich habe infiziert, ja, Scheiss. Voll. Was ist jetzt? Wo ist er? Ja, der kommt dann schon wieder. Ah, der tut mir leid, der hat sich irgendwie selber einen Stachel manövriert, super. So, jetzt macht er immer ein Elektro zu mir, das ist sehr gut. Hey, ich hätte doch mal mit so einem Segen, das ist ja Punkt. Ab. Wie viel habe ich eigentlich? Machen wir schon check. Tode 0. Juri, Juri. 542. Ja, das gibt wahrscheinlich nicht wieder in. Ich beobachte, dass so die Leuchten noch kriegen. Ich meine, die haben, ich weiß auch nicht, ich glaube, die regeneriert auch ihre Lebenspunkte. Und das ist wahrscheinlich gerade so lange, dass sie zu wenig Schaden macht von der Spitze her. Große Frage, ob man dann noch machen muss. Ja, ich denke, ich würde schon einen Schrupf in der Tür einstellen, und dann ist es so krass, sein, dass sie da durch die Wand durchkommen. Und dann machen wir beim Innenhof einen Schrupf in die Tür. Ja. Wenn sie es durchgebrochen haben, dann gibt es noch separat aus auf den Mekko. So, ich sehe die Richtung wieder von da. Keine Ahnung, wie lange das die Festung jetzt heben wird. Ich habe natürlich Potenzial, immer noch mehr Zeug um zu bauen. Aber solange sie jetzt da die Wand nicht durchbrechen, das sehe ich da wirklich nicht. Ich bin ja froh, wenn ich irgendwann mal meine Bautätigkeit einstellen kann und mal ein plündern kann. Obwohl es ist krass, genau das habe ich am Anfang erwähnt. Ich bin im heutigen Tag noch ein plündern. Relativ schnell da fertig war mit Handlertour und Bautour. Da läuft das Baumaterial hin und vorne dran lang. Vor allem der Stahl ist mühsam. Also, dann hat es dort irgend so einen kleinen Scheissschuppen gehabt. Mit 2x4 Feldern gross, also halt die Standard-Chip, die es gibt. Dort ist ein Polizist, unglaublich. Ach. Ja, der nervt mich jetzt wirklich langsam, dann machen wir das Zeug kaputt. Dann weiss ich jetzt halt nicht, schiessen wir die Leiche oben dran. Weißt du, dass ich nicht das Ding zum Schienengewehr
die Munition verballern. Und dann komme ich auch immer. Komme ich auch immer mehr Munition über. Aufgrund der einfachen Tatsache. Dass es mit der Pistole zu looten gibt. Da kann ich nicht mal in den Loop so Zeit nicht haben. Die Pistole looten wir eigentlich relativ viel. Das Magazin, das macht mir nichts aus. Ich weiß echt nicht, ob ich da überhaupt tüpfe oder ob es alles voll gleich nie geht. Schauen wir noch schnell den Rand an. Gut, ich muss sagen, ich finde das Maschinengewehr ist auf der Schadenswirkung auch nicht so der Burner. Wenn man das mal anschaut, das macht 23 Schaden im Vergleich mit dem AK. Eigentlich fast 3-mal so viel. Munitionen verballern für nicht. Ja, das bringt nicht. Gut, jüngstens steigt der Gewehrskill schon nicht schlecht. Wie sieht es da so aus? Wahnsinnig viele können da gar nicht mehr skillen. Ah, oh, da ist gleich gestorben. Es hat halt immer nur zwei. Puh, was machen wir mit denen? Mir liegt das so blöd. Ach komm, ich lasse dich hier noch ein bisschen umeinander hängen. Wird es es wird eh bald Tag, das würde ich eigentlich sagen. Ja. Und ich muss sie dann am Tag abholen. Gut, so, jetzt schauen wir mal an, was ich dann alles. Mal das Zeug einordnen, was ich da heute noch so gelootet habe. Super Pistole hat es dabei gehabt. Jetzt sind Zuni näher. Da muss es sein. Ah, die haben gerade einen Handel gekauft. Oh, so. Die haben wir ein bisschen Waffen upgraden. Kommt auch. Boo. Der kommt da einen neuen Griff über.
du. Dann hast du eine Billigtrilline kann. Dann Schrotflinte. Das ist ja quer. Okay, die können wir verkaufen, der bringt nicht. Aber die waren mir sicher. Das sind ja recht gute Teile. Einmal einen kurzen. Einmal einen langen. So. Und ja, die sind relativ fett. Nein, die nicht. Und verkaufe ich dann Pistolen, die ist ja wirklich cool. Ich glaube, die machen gerade zu mir eine neue Pistole, mal schauen. Ja, definitiv. Dann schmeißen wir da die Taschenlampe nicht. Okay. Das ist meine neue Pistole, die andere wird verkauft. So. Dann wird alles verkauft. Mhm. Da kommt nicht mehr. Die haben die gleiche Munitionsklasse. Aber wenigstens mal nicht viel von denen verbraucht, das ist auch gut. Gut, ja, dann machen wir da noch ein bisschen Schmelzerei. Die Messing habe ich recht gut gefunden, den mal beim Plündern. Also der da hinten, der hat noch ein bisschen etwas zu tun, nicht mehr so wahnsinnig viel, aber es war nicht. Ach, sonst noch ein Platzproblem. Eigentlich kann ich ja noch ein bisschen Kleider reparieren. Also die wichtigste Sache, der Punsch zum Beispiel. Wie sieht es denn sonst so aus? Ja, das langt so. Jui, passt. Tack, tack. Und dann gibt es natürlich noch Honig langt. Das ist Infektionsstufe 1. Genau, die kann man mit Honig bekämpfen. Dann noch ein bisschen Honig. Dann ist das auch erledigt von dem lustigen Flatterviech. Und dann würde man sagen, dann schauen wir doch mal da unten. Beim Monsieur, ich mache so viel Lärm. Da ist er. Da ist er. Muss ich da den Inneren. Ja, ja, jetzt ist es fertig da. Nun? Wo ist er? Jo, der hat jetzt ordentlich was ausgehalten. Und ich glaube, irgendwo hat es noch einen. Und es brutzelt noch einen, ja. Da haben wir noch einen. Ich glaube, ich muss fest den Abschuss. Jeder Kugel, der neben geht, hat die Beckenwand. Die sind schon klar stabil. Da. Fertig da. Knochen, jetzt voll gelungen. Ja, sonst ist Ruhe. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, grosse Aufräumaktion geht los. Festung steht. Kein Durchbruch. Wunderbar. Horde Nachbar zustande. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.